Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es vielleicht schon auf Instagram gesehen habt, habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft. Hierbei habe ich mich für ein Gravelbike entschieden. Erstmal vorneweg, das Rad habe ich gebraucht auf eBay gekauft, zu einem meiner Meinung nach ziemlich guten Preis. Das Wichtigste ist natürlich der Rahmen. Der kommt hierbei von einem alten Bulls Gravelbike, allerdings ist der neu lackiert. Die Komponenten sind danach dann alle einzeln und extra dazu gekauft worden und nach den beliebigen Wünschen rangebaut. Das Wichtigste ist natürlich die Schaltgruppe. Dabei hat dieses Fahrrad eine Shimano GRX Di2, das ist eine elektrische Schaltung. Hier vorne habe ich ein Kettenblatt und hier hinten 11, also eine 1x11 Schaltung. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, elektrisch kennt vielleicht noch nicht jeder. Man hat hier in der Sattelstütze den Akku und hier vorne sitzt das Steuerungselement und hiermit schaltet man dann einfach. Das sind einfach zwei Knöpfe und die Schaltung schaltet. Ja, funktioniert bis jetzt wunderbar. Ich würde mir nichts mehr anderes kaufen. Die Bremsen sind ebenfalls von der GRX Schaltgruppe. Hinten habe ich allerdings eine 100 mm Scheibe und vorne eine 160 mm Scheibe. Das hat den Grund, wenn ich bremse, ist auf dem Vorderrad immer mehr Druck. Daher die größere Scheibe, damit ich mehr Bremswirkung habe. Zur Laufradgröße. Ich habe hier 28 Zoll Reifen. Das ist im Rennrad- und Gravel-Bereich sehr verbreitet. Hierbei kommen die Felgen von der Marke Afterburn. Bis jetzt habe ich mit dem noch gar keine Probleme gehabt. Läuft super. Die Reifen sind von Schwalbe. Ist auch 1A. Das Ganze harmoniert wunderbar. Hatte ich noch keine Probleme. Gerade wenn man über kleine Wurzeln fährt oder Schotter, dämpft das Ganze ziemlich gut, also da hat man für ein Rennrad oder beziehungsweise Gravelbike einen sehr guten Komfort. Der Lenker ist hier zur Seite abgeschrägt. Das ist im Gravelbereich sehr verbreitet. Die Rennradlenker sind ja meistens gerade nach unten. Das hat den Grund, dass man einfach von der Handhaltung her ein bisschen mehr Komfort hat, gerade wenn man längere Touren fährt. Das Material des Lenkers ist übrigens Carbon, genauso wie die Sattelstütze und die Gabel. Der Rahmen und die anderen Teile sind meistens aus Aluminium. Thema Sicherheit. Ich habe mir lange überlegt, Speichen sehen ohne Reflektoren viel schöner aus, meiner Meinung nach. Allerdings ist es wichtig, dass wenn man im Dunkeln fährt, was bei mir öfters mal vorkommt, dass man was Reflektierendes hat. Somit habe ich hier solche runde Reflektierenden, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Dinger hingemacht. Die kann man einfach auf die Speiche klipsen. Sieht für mich noch ziemlich dezent aus, allerdings sieht man das nachts wirklich gut. Noch dazu habe ich von TopTrack hier eine Lampe vorne, die ist mit Micro-USB aufladbar und eine hier hinten, hier auch. Kommen wir zu den Taschen. Hierbei habe ich mich für die Marke Pro Discover entschieden, einfach weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich gut finde und mir die Taschen in dem Grau wirklich gut gefallen. Diese Tasche hier hinten hat 15 Liter, da könnte man also noch ein bisschen mehr reinpacken, wie jetzt gerade drinnen ist. Die hier vorne 8 und hier in die Mitte kommt dann noch eine Rahmentasche mit 5,5 Liter rein, allerdings ist die noch nicht angekommen. Zu diesem Band hier. Das bräuchte man eigentlich nicht, die Tasche hält ohne das wunderbar. Allerdings drückt sie sonst immer ein bisschen hier auf meine Lampe und da ist da ein Ausschalter, dann geht die Lampe unbeabsichtigt tagsüber an und nachts aus. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich das einfach nur mal ein bisschen hochgezurrt. Das braucht man aber nicht. Ganz wichtig finde ich auch diese Tasche hier. Hier sind einfach mein Handy drin zur Navigation, ein Riegel, das Ladegerät für die Schaltung, mein Geldbeutel und Haustürschlüssel, solche Kleinigkeiten eben. Man könnte aber auch Reifenflickzeug oder sowas eben reinpacken. Ein wichtiges Thema ist natürlich auch Wasser. Wenn man viel Sport macht, trinkt man auch viel. Hier habe ich mich dann deswegen für ein Fitlock-System entschieden. Das Ganze funktioniert mit Magneten. Wenn man die Flasche hinhält, schnappt das Ganze einfach ein. Wenn man es dreht, geht es wieder auf. Wichtig war mir hierbei eben auch, wenn hier diese Tasche hängt, muss ich bei einer normalen Halterung die Flasche hier so von oben reintun, was schlecht geht, weil die Tasche im Weg ist. So kann ich es einfach von gerade drauf halten und das Ganze ist fest. Die Anison Cages hier vorne sind von der Marke Blackburn. Die sind jeweils aus Aluminium, kosten 15 Euro das Stück. Sind super stabil, gefällt mir echt gut. Die Gurte hier haben auch ein bisschen eine Gummibeschichtung, dadurch hält es hier echt gut und verrutscht nicht. Und die wasserdichten Säcke sind von Rockproof. Oder? Nee, warte. Wasserdichten Säcke sind Rock Bros. Beim Tacho hier habe ich lange überlegt, ob was für einen ich nehmen soll. Es gibt ja welche, die navigieren können. Allerdings sind die ziemlich teuer. Da fangen die billigsten bei 100 Euro an. Das war mir persönlich zu viel. Deswegen habe ich jetzt einen von XOSS.
ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Der ist mit GPS, das heißt, ich brauche hier unten an meiner Gabel nichts mehr hin zu befestigen. Den mache ich einfach hin, das Ding funktioniert und ab und zu muss ich mit Micro-USB aufladen. Der zeichnet dann während der Fahrt alle Daten auf. Geschwindigkeit, er trackt deine Strecke, wo du entlang fährst. Das kann man sich dann später auch in der Karte anschauen. Ja, Höhenmeter, Mister, lauter solche Dinge. Und nach der Fahrt kann ich mir das Ganze dann aufs Handy laden. Das heißt, ich kann mir das dann im Nachhinein schön am Handy nochmal anschauen. Ja. So, jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt geht's weiter auf den Trail.